in das Team rein. Währenddessen sterben hier aber schon zwei. Einen haben sie selber noch geholt, aber hier wird sich die Karlsruhe wieder sehr effektiv mit ihrer Kombo unterwegs. Ja, trotzdem die Picks, die derzeit durchgekommen sind bei den Dracoons, die jetzt vielleicht die Möglichkeit haben, da mehr draus zu machen. Swissgate, den soll es als nächstes gehen, gelingt nicht ganz und tatsächlich fällt Ruby hier. Das darf natürlich nicht passieren in der Position. Willst du eigentlich natürlich dein verbleibendes Shield noch behalten, allerdings Jürgen mittlerweile noch nicht ganz zurück im Fight, aber jetzt sehen wir hier, der Dive Engage kommt drauf. Hier wollen sie auf jeden Fall es nochmal neu probieren. Damage Bubble von Moira bzw. die Healing Bubble auch nie verkehrt. Aber Dragonfly mit dem ersten Dive lässt natürlich erstmal das Team hier ein kleines bisschen splitten. Und das ist das, was sie wollen. Ted fällt direkt runter und da fallen sie alle nach und nach und können das hier gar nicht verhindern. Und wo man am meisten, sage ich mal, verliert und am wenigsten machen konnte, ist immer am besten, um zu lernen. Und hoffentlich kann das hier auch von der Seite optimal genutzt werden. Wir sehen auch gerade Jürgen hier mit einem guten Kill. Saria direkt rausgenommen. Man hat selber auch hier aber einen verloren. Und da ist der zweite Down. Green Devil hier mit einem schönen Angle und mit guten Shots kann hier auf jeden Fall sehr effektiv sein. Trotzdem hier immer noch mit Kuhns relativ standfest auf dem Punkt. Aber in der Sekunde, wo ich sage, fallen sie alle und es ist nur noch Jürgen. Und so kam Yenda. Der fällt sogar auch. Und Jürgen jetzt ganz alleine erstmal auf dem Payload. In Richtung bereit, aber hier die Barrage als erstes und holt sich auch schon mal zwei Picks. Da geht auch Summer nochmal down und da wird hier erstmal nochmal geklärt und hier ein weiterer Angriff von HSK, von Hachimari erfolgreich abgewehrt. Hier ist sogar die Ana gleich wieder auf der Inner Line of Sight, hat hier auch wieder die Möglichkeit zu heilen. Ups, aber auch schon Reda am Start, will jetzt hier rein, Flux wird aber früh gezündet, wollen natürlich direkt rein und holen sich auch hier den ersten Pick, aber trotzdem, wir haben jetzt den Tank verloren auf der Seite. Travis hier aber ebenfalls down auf der Seite von Hachimari, deswegen wird es hier immer noch spannend. Reinhardt mit Nano ausgezückt, kann hier nochmal rein, Bob in der Ecke, macht viel zu viel Damage und das wird jetzt hier richtig ekelhaft. Auf der Shatter, der sitzt da, aber kann hier einmal drüber schwingen mit dem Hammer. Bob ist zwar noch auf dem Punkt, aber war eingeschläfert worden. Ja, da waren sie wirklich sehr aggressiv gewesen. Ups, kein Schild mehr und auch schnell down. Aber jetzt hier der Hai nun. Wird hier einmal gezündet. Kriegt hier kein richtiges Target. Doch, der Monkey war dann noch vor der Nase gewesen. Trotzdem auf beiden Seiten hier wichtige Picks gemacht. Und natürlich besser für HSK, weil sie haben hier Respawn Advantage. Aber drin wird nochmal Healy mit Nano ausgezackt. Kann hier nochmal mit der Saria auf den Punkt gehen. Hat aber eine Ashe mit Nano vor sich. Trotzdem jetzt Nano ist schneller down, ist schneller wieder weg, muss sich trotzdem hier zurückziehen, weil jetzt ist hier fast schon die alle wieder von HSK da. Ah, ups, ist aber auch schon wieder weg. Trotzdem Eli leider hier sich selber nochmal zum Verhängnis geworden. Ja, wir sehen es, die Supports freuen sich. Nindler jetzt schon bei 90% auf der Mercy und der Summoner, der geht jetzt ja einmal hoch, um den Highground zu contesten. Ja, kühner Wunsch da am Ende, geht nicht ganz in Erfüllung, weil Travis halt einfach in der Zeit so viel Damage macht.